was geht ab? Mein Name ist Derek Amorco hier bei Let's Talk. Ich habe heute einen sehr, sehr krassen Gast am Start. Wir haben lange uns unterhalten, lange versucht, einen Termin auszumachen. Und es freut mich heute auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Ich kenne dich, wie lange kenne ich dich schon, Alter? Ich glaube, seit ich 19 bin, glaube ich. 19, 20, glaube ich, da haben wir damals, glaube ich, schon... 2015. Ja, 2015, yeah. Ja. Da haben wir damals zusammen bei Kickers Offenbach gespielt. Seitdem kenne ich dich. Wir haben uns immer irgendwie, sind immer irgendwie über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht wie, aber keine Ahnung, immer habe ich dich irgendwie gesehen. Immer, weißt du, und Kontakt war immer da. Und freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist, dass wir einen Zeitpunkt gefunden haben, wo wir das drehen können, weil ich finde, deine Story ist so, wenn ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und ich weiß so ein bisschen dein Background so, aber das nochmal so ausführlich zu hören, ist schon was Interessantes. Deswegen freut es mich auf jeden Fall, dass du heute hier am Start bist. Ja, Mann, so erzähl mal so was über dich, damit die Leute da draußen, weil ich kenne dich ja schon, wissen, wer heute hier am Start ist und dann quatschen wir so ein bisschen. Also vielen Dank für die Einladung, Derek. Ich habe mich sehr gefreut. Und bin auch gerne hier. Ich habe mir schon ein paar Videos angeguckt. Das macht mir also super. Deswegen bin ich auch gerne da. Also Dankeschön. Eigentlich gibt es nicht so viel zu erzählen. Wir sind gute Freunde schon seit langer Zeit. Und durch den Fußball haben wir uns kennengelernt. Ich bin ursprünglich aus Afghanistan. Habe hier die Schule gemacht, habe hier Fußball gespielt und sitze heute Abend hier bei dir. Guck mal, was passiert. Ja, Mann. Ja. Ich sag ehrlich, seit ich dich kenne, und das finde ich immer das Krasseste, so, man lernt jemanden kennen, aber man weiß nie so wirklich vom, also du weißt halt, bei dir wusste ich immer so, kommst aus Afghanistan, man hat halt immer so Sachen gehört vom Trainer, keine Ahnung, Flüchtlingen, ist hierher gekommen und so, und du hast es damals halt immer nur gehört, so, und du dachtest halt nie, weißt du, es ist nichts Schlimmes, so Krasses. So, aber das Krasse ist, so, wenn man älter wird, und ich habe dich ja immer wieder nochmal gesehen, und wenn man dann halt darüber nachdenkt, über seine eigene Person, merkt man halt immer, dass es draußen da Leute draußen gibt, die halt wirklich krasse Dinge durchlebt haben, aber trotzdem irgendwie noch am Ball geblieben sind. So. Und bei dir habe ich das dann halt auch realisiert, dass ich gemerkt habe, ey, dieser Junge, der hat schon krasse Sachen erlebt, aber ist trotzdem immer noch irgendwie am Ball geblieben. Man hat es bei dir nicht gemerkt. So. Ja. Man hat, du warst immer so etwas ruhiger, so wie ich, so weißt du. Und man hat nie so gemerkt, dass du so was Krasses erlebt hast. So. Und du kannst jetzt mal gerade so ein bisschen erzählen von dieser Zeit, Flüchtling. Ja. Weil es interessiert mich auch selber so. Ja, also ja, ich muss sagen, vieles, was ich erlebt habe, das ist halt alles mehr oder weniger durch Zufall passiert. Mhm. Wie du gesagt hast, man muss halt immer dranbleiben, das war für mich immer wichtig. Mhm. Ich habe versucht, immer schnell zu lernen, auch mir realistische Vorbilder zu nehmen, die ich auch wirklich erreichen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht, als ich jung war oder klein war, habe ich nicht gesagt, ich will jetzt Ronaldinho werden, weil das ist ja fast, du weißt ja, wie schwer das ist im Fußball überhaupt, irgendwas zu schaffen. Ich habe halt immer versucht, Schritt für Schritt zu gehen und klar, es war schwierig. Ich habe dadurch, dass wir Ausländer sind oder Flüchtlinge sind, hatten wir auch viele Sachen, wie zum Beispiel in der Schule, die Sprache. Unsere Eltern haben nicht mal verstanden, wie ein Stundenplan funktioniert. Ich kam immer zu spät in die Schule, in der Grundschule. Und das sind so Dinge, die einen so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben, aber ich hatte halt durch meine Erziehung zu Hause, hatte ich immer von meinen Eltern einen Plan in die Hand gegeben bekommen und das war die Schule. Das war halt extrem wichtig für meine Eltern und das habe ich dann immer gemacht. Und deswegen habe ich mir dann sozusagen meine Freiräume sozusagen erarbeitet, dass ich dann zum Beispiel zum Fußballtraining gehen konnte. Und wenn du da halt gut bist, weißt du, dass du da deine Leistung zeigst, dass du halt gewisse Sachen machen kannst. Genau, war halt, du weißt ja bei euch, ich glaube, bei euch in der Kultur ist es ähnlich. Oder bei vielen Ausländern ist es so, dass die Schule im Vordergrund steht. Und bei uns war das extrem so. So, Fußball war halt immer nebenbei. Da habe ich auch zum Fußball können wir, weiß nicht, ob wir jetzt oder reden später, wir da gleich nochmal darüber. Gehört halt sehr viel Glück dazu und man muss halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und ich bin jetzt auch kein Cristiano Ronaldo geworden, aber
ich habe halt die Ziele, die ich mir genommen habe, die ich mir gelegt habe, die habe ich versucht zu erreichen. Mhm. Und deswegen habe ich auch mit meiner Karriere jetzt Ende 2018 freiwillig sozusagen aufgegeben, weil ich habe alles gemacht, was ich wollte und bin jetzt in einem neuen Lebensabschnitt, wo ich jetzt im fünften Semester an der Goethe-Uni bin, Wirtschaftswissenschaften studiere, mache die Berateragentur United Soccer und JK Global Sport, können wir später nochmal reden. Ansonsten, ja. Ja, aber krass, so krass, also ich finde, so deinen Weg so zu sehen, also ich habe immer so bei dir gesehen, dass du schon den Weg Profi, also damals, ich aufmache, ich war 18 Jahre, 19 Jahre und da kam jemand und sagt, ey, der kam von weiß ich nicht, Zweitliga Spanien so. Yeah. Und dann dachte ich, oh, krass, weißt du? Und FSV war es ja, hast du St. Pauli da auch noch gespielt und so. Und du warst schon auf diesem Weg, also weißt du, oder warst schon, also hast schon diesen Weg gemacht, so Profi zu werden. So. Aber erzähl mal nochmal kurz, oder was heißt kurz, so erzähl mal diese Zeit, wo du überhaupt nach Deutschland gekommen bist. Boah, das ist eine lange Geschichte. Also wir sind damals ich war ungefähr 3, als wir aus Afghanistan geflohen sind. Es war halt politisch nicht mehr möglich, da zu leben. Meine Eltern haben beschlossen, das Land zu verlassen. Dann sind wir halt über, genauso wie viele Flüchtlinge jetzt aktuell diesen Weg gegangen sind, genauso sind wir den Weg vor über 20 Jahren gegangen. Und wir haben halt alles Hab und Gut, alles, was wir hatten, mussten wir da lassen. Also war das auch damals mit Taliban und alles? Oder? Genau, das war halt, da kamen die Taliban wieder und das war dann für uns nicht mehr möglich zu leben, weil mein Vater war ein großer Offizier in Afghanistan und dadurch war es gefährlich für uns, dort zu bleiben. Dann haben halt, wie gesagt, meine Eltern entschieden zu gehen und dann haben wir diesen Weg auf uns genommen. Also habt ihr dann einfach Koffer gepackt? Genau, noch nicht mal Koffer. Wir haben alles, was wir gerade anhatten, und sind los über Nacht. Also ich war jetzt sehr jung, das ging halt auch alles ziemlich schnell. Mein Vater ist sogar vor uns weggereist, weil es zu gefährlich war, mit ihm zusammen die Flucht anzugehen. Und dann sind wir eigentlich mit meiner Mutter nach Tadschikistan, von Tadschikistan nach Russland, nach Moskau. Dann waren wir in Tadschikistan, haben wir meinen Vater getroffen, dann sind wir alle zusammen nach Moskau. Und in Moskau mussten wir uns dann trennen, weil es hat finanziell einfach nicht mehr gepasst. Bruder, du hast mir, ich glaube, du hast mir einen Artikel mal geschickt. Genau. Bruder, wo da stand, ihr seid zu Fuß gelaufen. Genau. Ja, also damals war es ja schwieriger als eigentlich jetzt, weil wir hatten damals keine Handys wie heute, wo du alles, wo du schon eine Route hast. Wir waren ja komplett auf die Schleuser damals angewiesen, die uns hierher gebracht haben. Wir wussten auch nicht, ob das wirklich klappt oder nicht, ob die uns verarschen oder nicht. Das war halt alles offen, aber wir sind trotzdem das Risiko gegangen, in der Hoffnung, ein besseres Leben zu bekommen. Und das sind auch Dinge, da komme ich gleich dazu, aber wir sind dann bis Moskau alle zusammen. Finanziell konnten wir uns das nicht mehr leisten, alle zusammen zu reisen. Meine kleine Schwester war ziemlich klein, also die war ein paar Monate. Und da war das auch ein bisschen, also war das gefährlich auch, dass wir dann wieder nochmal so eine anstrengende Reise vor uns, also von Moskau nach Deutschland. Wir wollten nach Deutschland, weil wir schon Verwandte hier hatten. Die waren schon vor uns in Deutschland angekommen und die haben uns dann sozusagen nach Deutschland gelotst. Wir hätten noch woanders landen können, aber das war mehr oder weniger Zufall, dass wir nach Deutschland, nach Frankfurt gezogen sind. Wir haben uns in Moskau getrennt, dann sind mein älterer Bruder und ich alleine weitergegangen. Aber ihr wart, wie alt warst du? Ich war 3 ungefähr, genau. Und wie alt war dein Bruder? Mein Bruder war 5 ungefähr. Und wie seid ihr dann alleine? Wir sind in der Gruppe, also das sind diese Schleuse, man zahlt in Geld, dann findet sich eine Gruppe, die wandert dann zusammen. Und wir hatten das Glück, dass in unserer Gruppe auch ein Junge da war, der ungefähr 12 war, der sozusagen auf uns etwas aufgepasst hat. Bruder. Da sind wir immer, das ist schon krass, ja. Wir sind dann zu dritt geblieben sozusagen. Er hat auf uns aufgepasst. Er war schon sehr intelligent und auch schon sehr reif für sein Alter, weil der hat schon so ein Mutterinstinkt gehabt. Hat wirklich auf uns aufgepasst. Und dann sind wir in Dresden angekommen.
Und und das vorstellen mit diesen Schleusen? Ja, also die Schleuse, die haben so, die haben ihre Route. Und ich weiß nicht, wie die das machen, aber es hat halt bei uns funktioniert. Mit was seid ihr da unterwegs? Wir sind mit, also wir sind zu Fuß, wir sind in Autos, im Kofferraum, dann wie du das aus den Filmen kennst, so ungefähr. Also ich bin zum Beispiel mit meinem Bruder und dem Khalid, der Junge, der uns, auf uns aufgepasst hat. Wir sind ungefähr 8-9 Stunden im Kofferraum gefahren. Zu dritt. Ja. Und das war schon krass, aber am Ende des Tages hat sich das gelohnt. Und wir sind zum Glück gut angekommen. Und ja, in Dresden sind wir angekommen. Wir sind in Dresden angekommen damals. Da waren wir, da sind die Schleuser, haben uns abgelassen in einem Park und haben gesagt, wir kommen gleich. Und dann, die Gruppe ist immer mehr auseinandergebrochen. Manche haben ihre Verwandten angerufen, manche wurden abgeholt, manche sind woanders hingegangen. Und wir drei, wir wussten eigentlich gar nicht, wohin. Ja. Gell? Wir waren sehr klein, wir waren auch sehr müde. Drei, fünf, zwölf, Bruder. Ja. Wir waren richtig müde, wir hatten dreckige Klamotten, wir hatten Hunger gehabt. Und dann hat dieser Schleuser uns morgens vor Sonnenaufgang, ungefähr sind wir angekommen, hat er uns in einem Park abgelassen. Und haben gesagt, wir kommen gleich, aber sind nie wieder gekommen. Wir haben die nie wieder gesehen. Und dann war eine Oma mit ihrem Hund Gassi morgens, ist die Gassi gegangen, um 6, 7 Uhr morgens. Und abends, als sie um 20, 21 Uhr wieder Gassi gegangen ist, waren wir immer noch da. Ja. Und dann hat sie die Polizei gerufen. Dann sind wir in ein Kinderheim gekommen. Dann waren wir ein Jahr lang in einem Kinderheim. Und dann sind meine Eltern nachgekommen. Und dann wollten unsere Eltern uns aus dem Kinderheim mitnehmen, aber das ging nicht. Ja, du weißt ja, in Deutschland, du kannst ja nicht einfach irgendwelche Kinder mitnehmen. Deswegen mussten meine Eltern damals per Gericht beweisen, dass es wirklich unsere Eltern sind. Und dann durften wir erst nach Frankfurt kommen. Und dann, wie du das... Deine Eltern waren dann auch, also du haben dann schon in Frankfurt dann gelebt, also... Oder? Ja, nee, meine Eltern sind auch, haben auch diese Reise gemacht. Die sind mehr mit dem Zug gekommen. Und sind dann in Frankfurt gelandet. Okay. Und in Frankfurt haben die dann meine Verwandten getroffen und da haben die, haben wir dann Hilfe gehabt und das hat dann, die haben dann eine Vermisstenanzeige abgegeben und dann wurden wir erst gefunden. Ja. Ich bin in dem, also mein Bruder und ich, wir sind in dem Heim gekommen, ich wusste nur, wie ich heiße. Natürlich 3 Jahre. Ja, ich wusste nur, wie ich heiße. Dann haben die damals schon meinen Namen 4-5 Mal falsch geschrieben. Weißt du, einmal haben die mich Mutschi, weißt du? Und im Endeffekt haben wir das alles dann in der Grundschule, wir hatten damals eine sehr nette Betreuerin, die Barbara, die hat sich extrem gut um uns gekümmert. Die wollte uns adoptieren, aber dann kamen meine Eltern. Und ja. Und dann haben wir ganz normal im Flüchtlingsheim erstmal gelebt. Genauso wie du das hier kennst. Wir haben da in Sulzbach gelebt. Aber wie war das dann eigentlich? 4-5 Jahre. Wie war das aber dann für dich als Dreijähriger hier in Deutschland, dann komplett andere Kultur, andere Menschen? Ja. So, wie war es dann für dich erstmal so am Anfang? Ich glaube, das war mehr ein Vorteil, weil ich habe ja, wenn du klein bist, kennst du ja nicht so viel und nimmst dann sehr viel auf. Und ich habe halt dann durch dieses Kinderheim in Dresden, haben wir wirklich sehr viel gelernt und die haben auch da uns sozusagen so ein bisschen die deutsche Sprache in den Mund gelegt, weil die Betreuerin damals, die hat sich wirklich sehr gut um uns gekümmert und ja, das war so eine gute Basis damals. Aber waren dann in diesem Heim, waren dann auch viele Ausländer oder waren... Ja, das waren alles, so das war ein Waisenhaus, also es war so wie so ein Waisenhaus oder ein Jugendheim und wir waren ja ziemlich klein. Wir sind dann in so ein Kinderheim gekommen, wo es war mehr ein Kinderheim. Krass. Und ja. Und dann erzähl, Bruder. Nee, alles gut. Krass, Alter. Weißt du, das sind halt so Sachen, die dich prägen. Und oder auf jeden auch Fall. Auch wenn du klein bist, solche Sachen hast du einfach im Unterbewusstsein. Oder, Und das sind auch so Punkte gewesen, wo ich immer weitergemacht habe. Weißt du, ob ich es... Für mich war Fußball immer nur ein Zusatz. Nie so, meine Eltern haben mich nie darauf gedrängt, so, ey, du musst jetzt ins Training, du musst jetzt. Ich habe ja immer selber alles gemacht. Ja. Also bist du dann, sag ich mal, dann nach Frankfurt gekommen und deine Eltern haben dich dann so sozusagen zu denen genommen. Genau. Und ganz normal dann in die Schule gegangen. Genau. Grundschule und so weiter und so fort. Wie bist du dann überhaupt
zum Fußball gekommen? War das dann durch Freunden, genau. Grundschule oder? Nee, das war eigentlich so, also wie ich habe in der Grundschule in Bad Soden war ich in der Grundschule und da hat mein Bruder schon im Verein gespielt. Mhm. Und durch meinen Bruder. Der Fünfjährige. Der Ältere, der Mau. Und da bin ich so zum Fußball gekommen. Weil ich war halt sehr nah, sehr eng mit Mabuk, weil er war mein älterer Bruder, durch diese ganze Flucht. Und immer wenn alles, was er gemacht hat, habe ich auch gemacht. Ja. Und der war auch ziemlich gut. Mhm. Und dann habe ich mich versucht anzustrengen, um ihn auch so zu spielen. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Ja. Das heißt, und dann, wann kam überhaupt der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich kann zwar Fußball spielen, aber ich kann noch mehr. Das war, als ich zu Unterliederbach gewechselt bin, da hatte ich einen sehr guten Trainer, Pablo Galan Dorado und Mischko Djuricic, der ist immer noch in Unterliederbach aktiv, das waren meine Lieblingstrainer damals und die haben mir wirklich sehr viel beigebracht und haben mich extrem gefördert. Ich hatte damals ein Angebot von FSV Frankfurt, bin aber trotzdem bei Unterliederbach geblieben, weil ich mich da so wohl gefühlt habe. Und ich habe mich super mit denen verstanden. Und dann ging es eigentlich los. So. Dann habe ich gesehen, ich wusste ja nicht, als ich bei Sulzbach gespielt habe, dass es Eintracht Frankfurt gibt. Ja, das ist ein bisschen meine ich. Wie kam es dann überhaupt, dass du dann sagst, okay, da geht noch mehr und da gibt es Türen, die sich jetzt auf einmal öffnen, weißt du? Ich habe halt, wie gesagt, bei Unterliederbach ging das los, als wir dann Freundschaftsspiele gespielt haben gegen die Eintracht oder gegen Offenbach. Dann habe ich gesehen, das geht ja noch weiter als das, was ich hier sehe. Ja. Und dann habe ich halt das erste Angebot bei FSV habe ich abgeschlagen damals. Aber danach habe ich die Möglichkeit gehabt, bei Kickers zu spielen. Mhm. Und dann bin ich zu Kickers in die U17 gewechselt. Mhm. Und dann ging das richtig los, weil wir waren ziemlich erfolgreich mit der U17, mit dem Herrn Karlat. Da sind wir aufgestiegen in die Junioren-Bundesliga. Mhm. Wir sind Hessen-Pokalsieger geworden. Wir haben in der Vorbereitung gegen Bundesligamannschaften gespielt. Bei Unterliederbach oder bei den anderen Vereinen haben wir halt im Freundschaftsspiel gegen Bad Soden gespielt. Da war es halt ein bisschen schon ein Unterschied. Ja, war Unterschied auf jeden Fall. Und das hat mich dann immer gesehen, es gibt geile Vereine, es gibt noch Jungs, mehr. Die sind viel besser als ich. Mhm. Und ich hatte immer diesen Ehrgeiz, ich wollte dann immer versuchen, auch so gut zu sein. Und das hat mich dann immer angetrieben, weiterzumachen. Aber wie war das dann also in der Jugend? Weil du bist ja als Flüchtling dann hierher gekommen und hat's ja an sich, okay, du warst noch ein bisschen kleiner, aber an sich, du hast eine andere Mentalität. Genau. So, hat das dann gepasst in den Verein, wo du dann, sag ich mal, in der Jugend gespielt hast, hat es dann gepasst? Weil ich kenne natürlich auch andere Kulturen, wo es dann halt vielleicht nicht passt, weil vielleicht die Kulturen dann aufeinander kommen, weißt du, was ich meine? Wie war das da bei dir? Bei mir war das eigentlich, mir hat das eigentlich gut getan, dieses, wie ich aufgewachsen bin und das, was ich erlebt habe, hat mir viel Kraft gegeben in dem, was ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel immer, bei mir gibt es zum Beispiel Aufgeben gar nicht. Und in meiner Philosophie oder in meiner Denkweise ist immer, egal was man machen will, man kann es schaffen, weil du kannst ja sehen, dass es andere auch geschafft haben. Man muss am Ende des Tages ehrlich zu sich selbst sein und einfach alles dafür tun. Und dann öffnen sich Wege. Und so war es meine Einstellung gewesen. Deswegen, ich bin zum Training gefahren, ich bin von meinem Taunuskreis, also ich habe damals in Bad Sulzbach, in Eschborn gewohnt, ich bin von Eschborn bis nach Offenbach-Schwarz gefahren zum Training. Ein Jahr lang. Ja, das habe ich auch noch gemacht. Ich hatte kein Geld gehabt. Ja, wir hatten kein Geld. Wir konnten uns das nicht leisten, drei Tarife nach Offenbach. Das hat damals schon über 5 Mark gekostet. Oder 5 Euro, ich weiß nicht, ob es schon Euro war, aber es war einfach zu viel. Wir waren so. Ja, oder das mit den Schwarzwald, ich kenne das genauso. Ja. Weil das Ding ist, ich kann mich genau in deine Lage hineinversetzen, weil ich habe auch einen Talk, das auch jetzt online ist, wie ist es halt als Dunkelhäutiger hier in Deutschland Fußball zu spielen. Und natürlich, wir haben unsere Schwierigkeiten und so. Und jede Kultur hat eine andere Schwierigkeit. Ja. Weißt du, was ich meine? Wir haben ja alle das Ziel gehabt, Profi zu werden. Ja. So. Und das ist natürlich ein langer Weg dahin, weißt du? Und da gehören ja gewisse Kleinigkeiten auch noch dazu, wo es halt vielleicht, wo du es vielleicht packst oder wo es halt nicht packst, weißt du? Und gerade deswegen, wenn du als Flüchtling herkommst, das kann natürlich positiv, aber es kann auch negativ sein. Weil es kann auch sein, dass du so eine Aggression in dir drin hast,
dass du dann, sag ich, vielleicht im Fußballfeld rauslässt, vielleicht einen Mannschaftskollegen das Ganze vielleicht auch in Rassismus umwandeln kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen habe ich gefragt, so, wie war das bei dir in der Jugend? Aber wenn es bei dir positiv war, dann, weißt du, dann finde ich das auch. Weil bei mir war das auch teilweise, ich habe damals früh meinen Vater verloren und so. Und das war eher so, Fußball war für mich so eine Ablenkung. Genau. Weißt du, es war so wie so ein Schutz vor allem irgendwie. So, weißt du, es war so ein, wie nennt man das, Fluchtweg oder was auch immer. Da hatte ich so meinen Spaß, da hatte ich meine Freunde gehabt. So. Da hatte ich nie irgendwie mit Rassismus oder diese ganzen Sachen zu tun. Sondern ich war eher auf dem Fußballfeld und konnte das ausleben, was ich... was mir Spaß macht, weißt du? Und ich denke mal, bei dir war das ja genauso. Ja. Aber wie war das dann bei dir dann, hast du gesagt, du warst bei Offenbach und so, und dann irgendwann, wann war der Schritt, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt ist der Schritt, wo ich noch einen Schritt höher gehen kann, weil natürlich in der U19, ich bin dann letztes Jahr und dann Profi oder, weißt du? Boah, bei mir war das wirklich, das war ein richtiger Chaos, aber es ist am Ende gut gegangen. Und zwar bin ich von Kickers Offenbach U17 zu Wien Wiesbaden U19 zum Training, weil da einer meiner besten Freunde gespielt hat, der Dennis Blum. Und der hat mich mitgenommen zu Wien Wiesbaden U19. Und der Thomas Zampach war der Trainer, der hat mich genommen. Ich habe meine Anmeldung abgegeben. Ich bin meine Mutter zu ihm nach Hause, hab den Vertrag unterschrieben. Und als die Saison losging, gab es einen Trainerwechsel in der zweiten Mannschaft und der Zampach musste hochrücken. Und für die U19 kam ein Trainer von Mainz 05 und der wollte mich nicht. Und es war halt... Warst da jüngere Jahrgang und dann ältere Jahrgang. Genau, ich war jüngere Jahrgang, U19, und für mich war das eine schwierige Situation, weil ich hatte keinen Verein. Ich war vereinslos in dem Moment, genau in der Zeit, wo die Vorbereitung angefangen war, ich vereinslos. Dann habe ich den Zampach angerufen und habe gesagt, Thomas, was soll ich machen? Der Trainer sagt mir das. Aber ich habe meine Anmeldung schon abgegeben, ich habe mich bei Offenbach schon abgemeldet. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gell? Dann hat er mich am nächsten Tag angerufen und hat mich zum Probetraining zu Ramon Berndtrud geschickt, zu FSV Frankfurt, aber U23. Dann musste ich bei den Erwachsenen dort in der U23 Probe trainieren. Und es lief ganz gut. Ich konnte direkt am ersten Tag überzeugen und dann wurde ich da bei Frankfurt genommen. Aber für die U23. Als ältere Jahrgang bei der U19? Eigentlich als U19-Spieler habe ich bei der U23 unterschrieben. Und ich war damals noch nicht 18, konnte aber im Spielbetrieb nicht spielen, weil ich unter 18 war. Und ich habe ja nur einen Amateurvertrag gehabt. Dann habe ich die Spiele in der U19 gespielt. Okay. Genau, dann habe ich 2 Jahre U19 bei FSV gespielt, wurde dann hochgezogen in die U23 von FSV und habe dann bei FSV 2 Jahre gespielt in der U23. Was habt ihr da gespielt? Wir haben Regionalliga gespielt damals. Die erste ist damals in die zweite Liga aufgestiegen und wir sind damals in die... aus der Jugend rausgekommen bin, sind die auch gerade ist die U23 in die Regionalliga Süd aufgestiegen. Krass. Genau, und dann ging es weiter. Dann hatte ich ein Probetraining. Nee, dann war ich bei... Also hast du dann sozusagen 2 Jahre lang einen Vertrag bei der U23 gehabt? Genau. Und als er dann abgelaufen ist, genau, haben die dann verlängert oder... Genau, genau. Dann wurde ich eigentlich offiziell hochgezogen in die U23. Mhm. Und das Ding war, ich habe dadurch, dass ich halt schon als junger Spieler bei den Erwachsenen war, bin ich auch mal mit der ersten Mannschaft ins Trainingslager nach Spanien, nach Mallorca geflogen. Und in diesem Trainingslager haben wir gegen RCD Mallorca gespielt, gegen die zweite Mannschaft. Dann habe ich mich verliebt in diese Mannschaft. In diesen Fußball und allem. Von Mallorca? Ja. Weil die haben genau den Fußball gespielt, den ich auch spiele, so, weil ich bin ja ein kleinerer Spieler und mehr auf Technik, Kombinationsspiel bin. Und die haben genau das gespielt, weißt du? Und dann wollte ich unbedingt dahin. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, ein Probetraining zu bekommen. Also habe ein Probetraining gemacht bei Mallorca. Es hat auch geklappt. Ich durfte damals aber nicht nach Spanien ziehen, weil ich nur die Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland hatte. Aber wie war das dann? Du warst ja bei FSV U23. Genau. Und bist dann sozusagen im Trainingslager dann mit der ersten geflogen und habe dann gegen Mallorca gespielt und... Genau. Wie war das dann, dass du dann, also hattest du dann, sag ich mal, bei FSV dann keine Chance mehr
Oder war das dann halt so, dass dein Vertrag vielleicht ausläuft, wo du dann schon mit den Gedanken gespielt hast, dann irgendwie zu wechseln? Oder genau. Wie kam es, dass du dann gesagt hast, ja, okay, ich will jetzt für Mallorca spielen? Genau. Also mein Vertrag lief auch aus und ich bin, wie gesagt, einer gewesen, der immer schon immer was Neues wollte. Mhm. Und der spanische Fußball war, damals war die erste Mannschaft von Mallorca in der Primera División, mhm, und die zweite war in der zweiten Liga, also mhm, diese Segunda, mhm, B. Mhm. Und das war für mich, ich wollte, das war auf jeden Fall ein Schritt weiter als FSV U23. Ja. Für die erste Mannschaft habe ich keinen Pro-Vertrag bekommen, also mhm, so war keiner in Aussicht. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich Mallorca machen kann, dann würde ich das sofort machen. Und dann war ich da auch im Training, ich war auch dann die komplette Hinrunde bei Mallorca, habe da mittrainiert, durfte aber im Spielbetrieb nicht teilnehmen, weil ich damals, wie gesagt, keine Aufenthaltsgenehmigung für mhm, Spanien hatte. Also mhm, ich hatte nur eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, deswegen durfte ich nicht mich also arbeitstechnisch mhm, in einem anderen Land anmelden. Mhm, ja. Deswegen bin ich zu St. Pauli erst in der Rückrunde gewechselt. Ich bin mhm, dann von Mallorca, das hat ja keinen Sinn mehr gemacht, mhm, ich wollte spielen, dann bin ich über ein Probetraining bei St. Pauli gelandet. Okay. Genau. Dann das war das erste oder zweite? Zweite. Ja. Das habe ich auch da gespielt, Regionalliga? Regionalliga Nord, ja. Krass. Da haben wir Regionalliga Nord gespielt. Und wie war der Unterschied so, Regionalliga Nord und... Also Regionalliga Nord ist, ich finde Regionalliga Süd ist schon stärker, mhm, da spielst du, der Fußball ist schon stärker und ich sag mal, ja, es wird mehr Fußball gespielt. Mhm. Im Norden, außer diese NLZ-Teams wie Hannover, Wolfsburg, HSV, Bremen und solche Vereine, die spielen Fußball, aber alle anderen Vereine, die versuchen einfach die Liga zu halten. Mhm. Und dann wird doch mal viel rumgeholzt, aber ja, das ist halt St. Pauli gewesen, mhm, und mittlerweile ist St. Pauli einer meiner Lieblingsvereine. Ja. Und du bist dann von St. Pauli dann nach genau, OFC und zum genau, OFC dann, gekommen, gell? Genau, ich hatte ja, von St. Pauli hatte ich die Möglichkeit gehabt, entweder zu Hessen-Kassel zu wechseln, mhm, oder zu Kickers Offenbach. Mhm. Und ich habe mich dann für Kickers Offenbach entschieden, weil es wieder zu Hause war. Mhm. Ich konnte wieder nach Hause kommen, mhm, und Kickers war damals in der dritten Liga, die haben die Relegation nicht geschafft. Mhm. Die sind ja abgestiegen aus finanziellen Gründen in dem Jahr. Ja. Und ich habe gedacht, okay, Kickers wird nächstes Jahr eine starke Regionalligamannschaft, Traditionsverein. Wird wieder hochkommen. Und wird wieder hochkommen. Und das ist dann, ich bin ja nächstes Jahr sowieso aus der U23 draußen. Deswegen ist das der richtige Schritt. Achso, du warst die ganze Zeit noch U19-Spieler? Nee, ich war damals 22. Okay, ich dachte schon. Nee, 21. Nee, ich dachte schon gerade. 21 war ich. Ja, okay. 21 war ich. Und dann, mit 22 bin ich zu Offenbach gewechselt. Da war ich 2 Jahre bei Kickers. Mhm. Und, okay, aber wir haben halt die Relegation. Bei Kickers lief es nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du kamst genau dann, wo ich auch dahin gekommen bin. Da hatten wir auch Insolvenz und so diese ganzen Probleme. Genau, das war die Insolvenzzeit. Weil da habe ich auch, also ich kannte dich, also du warst ja oft bei uns, weil ich war ja in der zweiten Mannschaft, du warst ja bei der ersten, hast dann mittrainiert, hast du öfter bei uns gespielt und so. Und bei dir war es ja auch immer dann so, dass du so der Erste, der runtergekommen ist, weißt du, weil der an sich keine Chance hatte bei der Ersten, aber ich fand, dass du, also sag ich mal, bei uns auch gut, sag ich mal, gespielt hast, so, weißt du, du hast das selber auch nie verstanden, wieso du da gar keine Chance hast. Ja, das war kompliziert, wie ich da bei Kickers gelandet bin, aber es war eine schwierige Zeit, weil der Trainer überhaupt nicht auf meinen Spielstil stand, aber ich konnte diesen Vertrag damals unterschreiben, ohne mit den Trainern das abzusprechen. Und ich habe es einfach gemacht, weil ich war sicher, dass ich den Trainer früher oder später überzeugen kann. Und wenn man sich die Transfers damals anschaut, dann kam ich schon eigentlich von einer der guten Mannschaften. Mhm. Es sind ja viele Spieler auch aus der Oberliga in die Mannschaft gekommen, weil das war gerade so ein Umbruch. Mhm. Aber der Rico Schmidt, unser Trainer damals, der hat nicht so auf meine Art gestanden. Mhm. Und deswegen hat er mich sozusagen abrasiert. Mhm. Aber ich bin immer noch jetzt, wo ich als Spielerberater arbeite,
ich bin immer noch jetzt wieder in guten Kontakt mit ihm. Ja. Ich habe ihm zum Beispiel gratuliert, als er jetzt zu Mappen gekommen ist. Wir sind in guten Kontakt, aber damals war das halt scheiße für mich. Ja, das ist auch Ding, der hat auch die Liga gehalten, ja, kann das sein? Genau, wir haben die Liga gehalten, wir sind sogar, wir haben die Relegation nicht geschafft, wir haben ja gegen Magdeburg. Nee, ich meinte Rico Schmidt, der hat ja mit Mappen, glaube ich, die Liga gehalten, genau, gell? Genau, ja, ja, das war das, genau. Obwohl ich nicht gespielt habe, das war einer der besten Trainer, die ich hatte. Mhm. Ich fand beim Rico Schmidt richtig gut. Der war sehr akribisch, der war auch wenn ich nicht gespielt habe, war der trotzdem immer fair und so. Mhm. Wenn du in so einem großen Verein bist, da gibt es ja auch viele andere Leute, die auch Sachen entscheiden. Aber als wir uns dann in dieser Zeit kennengelernt haben, der war wirklich korrekt zu mir, obwohl ich nicht gespielt habe bei ihm. Mhm. Deswegen habe ich dann für mich beschlossen, Deutschland zu verlassen, weil ich wollte einfach weiter raus. Ich wollte nicht, weil ich konnte damals in die Regionalliga wechseln zu kleineren Vereinen wie damals Eschborn, glaube ich, oder andere Regionalligisten, die gerade aufgestiegen sind. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte dann, für mich hat es dann keinen Sinn mehr gemacht, in der Regionalliga weiterzuspielen, weil, weißt du, das ist extrem schwer von der Regionalliga, wenn du da immer die ganze Zeit bist, den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Und für mich, ich wollte immer einen Schritt nach vorne. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich dann entschieden, ins Ausland zu wechseln. Mhm. Ich bin dann über die VDV. Das ist eine Spielergewerkschaft für Fußballer. Da bin ich drin gewesen und dann kam ein Spielerberater, der meinte, ich habe einen Verein in Rumänien, zweite Liga, willst du dahin? Und ich habe sofort gesagt, ja, ich mache das. Obwohl das Rumänien war. Alle meine Freunde haben gesagt, was willst du in Rumänien? Du weißt ja, es gibt viele Gerüchte oder Klischees. Aber das war mir alles egal. Ich wollte einfach wegen Fußball dahin und das war eine gute Entscheidung, die ich gemacht habe. Ja, Mann, also genau. Wir hören mal hier mal kurz auf. Ich denke mal, wir werden noch einen Teil machen und den nächste Woche präsentieren, weil ich finde, das Thema, du warst ja auch in der Nationalmannschaft in Afghanistan, was auch wahrscheinlich sehr, sehr emotional war, bestimmt, was ich da auch da gelesen habe und auch die Bilder, also ich kann mir das schon vorstellen, als Flüchtling mit 3 Jahren das Land zu verlassen auf gewisse Gründe und dann für die Nationalmannschaft dann zu spielen, das ist schon dann ein anderes Gefühl, so Heimatland und so weiter und so fort. Ja, Mann. Genau. Seid einfach gespannt, schaltet nächste Woche ein und ja, Mann. Peace.